mich machen. Ich meine, wir haben ein Deutschland, das Waffen in alle Welt liefert. Wir haben ein Deutschland, das sich daran beteiligt, dass die NATO eine aggressive Strategie gegenüber Russland fährt, einen neuen Kalten Krieg begonnen hat. Morgen werden die Außenminister der NATO zusammensitzen. Da geht es darum, eine sogenannte Speerspitze einzusetzen, das heißt eine schnelle Eingreiftruppe. Und diese Verrückten fantasieren darüber, wie diese Eingreiftruppe dann irgendwann in Osteuropa zum Einsatz kommt. Mein Gott, 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs haben die immer noch nicht begriffen, dass man in Europa keine Kriege mehr führen kann. Und es ist so verdammt ruhig auf der Straße. Wir brauchen endlich Widerstand gegen diese Kriegspolitik. Das verbreitete Bild, der Kapitalismus. Und wenn ich diese unendliche Heuchelei höre, diese unendliche Heuchelei, mit der Sie uns immer erzählen, Deutschland müsse Verantwortung übernehmen in aller Welt. Und von Verantwortung reden Sie eben interessanterweise immer nur dann, wenn es darum geht, Waffen zu liefern, wenn es darum geht, Soldaten zu schicken, wenn es darum geht, sich an Kriegen und an Morden zu beteiligen. Weil Krieg ist eben Mord. Was ist das für eine Verantwortung? Das ist doch eine verdammte Heuchelei. Kennst du das Land?